Hallo zusammen. Dennis Gladiator, der innenpolitische Sprecher der CDU Hamburg und erster parlamentarischer Geschäftsführer, möchte das Islamische Zentrum Hamburg verbieten lassen. Das hat er gerade ganz stolz auf seiner Internetseite verkündigt und die CDU-Fraktion in Hamburg hat das ebenfalls getan. Ich möchte euch in diesem Video ein bisschen über die Hintergründe aufklären, warum er die größte und bekannteste Moschee Hamburgs verbieten lassen möchte und warum ich ihn als einen Verräter am deutschen Volk bezeichne und ihn als solchen betrachte. Ich benutze dieses Wort nicht leichtfertig, ich werde euch das ausführlich begründen. Kommen wir erstmal zu den Hintergründen. Ich habe euch in einem Video vor einigen Tagen erzählt, es gab Razzien bei schiitischen Moscheen in Berlin, in Bremen, in Münster und Dortmund. Und diesen Moscheen wurde vorgeworfen, Hezbollah nahe zu sein, die Betätigungsverbote gegen Hezbollah wurden ausgesprochen, die Moscheen wurden durchsucht, die Korane wurden auf den Boden geschmissen, Familien wurden mit SEKs gestürmt, man hört sogar, dass Kinder mit Gewehren bedroht wurden. So, daraufhin gab es einen großen Schrei unter allen Muslimen in Deutschland, vor allem natürlich unter den Schiiten, und das Islamische Zentrum Hamburg als die Zentrale der Schiiten in Deutschland und in Europa. Viele von euch wissen das vielleicht nicht, aber das Islamische Zentrum Hamburg und diese große Moschee, die man als solche auch erkennt in Hamburg, ist nicht nur eine große Touristenattraktion, ist nicht nur ein Ort, an dem jeden Tag Schulklassen und Kindergärtengruppen kommen. Nein, es ist gleichzeitig die größte Zentrale der Schiiten in ganz Europa. Es ist also nicht irgendeine Hinterhofmoschee und auch nicht irgendeine zentrale Moschee, sondern es ist für Schiiten die Moschee und für Muslime allgemein eine der größten und wichtigsten Moscheen. Und diese Moschee hatte es gewagt, in einem Statement, in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten diese Razzien und dieses ehrlose und unwürdige Verhalten der Polizei zu monieren. Und das ist eine Sache, was dieser Dennis Gladiator von der CDU Hamburg den Muslimen nicht gestatten möchte. Die sollen so etwas nicht sagen dürfen, die sollen dafür bestraft werden. Jedenfalls ist das sein vorgeblicher Grund. Und er fordert also, genau aus diesem Grund, fordert er, wegen fehlender Distanzierung von Hezbollah-nahen Vereinen, wegen Solidarisierung mit Hezbollah-nahen Vereinen, wegen verlängerten Armen des Mullah-Regimes, wegen Aufstachelung, wegen religiöser Intoleranz und so weiter, fordert er, das Islamische Zentrum Hamburg zu verbieten. Jeder, der das Islamische Zentrum Hamburg kennt, ob Muslim oder nicht, weiß, dass das gelogene Gründe sind. Wenn man zum Tag der offenen Moschee geht, dann weiß man, was für ein offenes Zentrum das in Wirklichkeit ist. Und all diese Gründe sind nur vorgeschoben. Das Islamische Zentrum Hamburg zu verbieten hat zwei große Effekte, die der Dennis Gladiator entweder überhaupt nicht berücksichtigt oder ganz absichtlich in Kauf nimmt. Effekt Nummer 1. Es ist eine offene Kriegserklärung an alle Muslime in Deutschland, ganz besonders an die Schiiten. Aber nicht nur an die Schiiten, auch an alle Sunniten, denn die wissen, wenn die das Islamische Zentrum Hamburg verbieten können, wenn der Staat so gegen Muslime vorgehen kann, ja, dann kann er natürlich jedes Zentrum verbieten und irgendeine Begründung zum Verbot wird er bestimmt finden. Und natürlich erinnern sich dann Muslime sofort an die Verfolgung, die es gegen Juden gab. Und dieser Vergleich ist dann leider auch gar nicht mehr von der Hand zu weisen, er ist dann offensichtlich. Also dieses Verbot wäre eine offensichtliche Kriegserklärung mit all den Folgen, die eine Kriegserklärung gegen einen so großen Teil der Bevölkerung hat in Deutschland. All diese Ideen von Freiheit, von Religionsfreiheit, von offener Gesellschaft und so weiter, die sind dann alle zur Tür raus. Nein, offener Krieg gegen Muslime. Das ist Punkt 1. Und dieser Punkt reicht allein schon, um ihn als Verräter zu bezeichnen am deutschen Volk, weil das ist jemand, der offenbar großen Unfrieden in Deutschland erzeugen wird mit so einer Forderung. Aber das Zweite ist vielleicht aus deutscher Sicht noch schlimmer und noch verheerender. Da das Islamische Zentrum Hamburg eine so große Rolle spielt für Schiiten in Europa, wird dessen Verbot und dessen Schließung natürlich Folgen haben für Deutschland. Auch internationale Folgen. Es ist ziemlich äquivalent damit, als wenn man quasi einem Staat sagt, hier, wir haben mit dir nichts mehr zu tun. Jeglicher Abbruch diplomatischer Beziehungen. Das Islamische Zentrum Hamburg ist kein Vertreter des Irans. Ja, es gibt eine Botschaft, das ist eine vollkommen unabhängige Institution. Aber es ist eine Vertretung der größten religiösen Autorität für Schiiten in Europa. Wenn man diese also schließt, wenn man ein Verbot ausspricht dagegen, dann ist es gleichbedeutend damit, dass man auch die deutschen Institutionen, die wir im Iran unterhalten, die wir im Libanon unterhalten, in Irak unterhalten, in verschiedenen Ländern Westasiens unterhalten, allesamt aufgibt. Ja, wir haben dort Goethe-Institute. Diese Goethe-Institute sorgen dafür, dass wir sehr viele Fachkräfte anwerben.
dass wir junge Männer anwerben, ihnen Deutsch beibringen, ihnen deutsche Kultur beibringen, dann holen wir sie hierher, ich kenne persönlich welche, dann holen wir sie her, bilden sie aus. Diese Leute werden Ingenieure, werden Informatiker, werden Ärzte oder sind es schon. Helfen Deutschland zu Wohlstand, zu Reichtum, helfen Deutschland international auf hohem Niveau zu bleiben, technologische Fortschritte zu erzielen, sie helfen unsere Renten zu bezahlen. Diese Leute holen wir uns aus dem Ausland mit Hilfe des Goethe-Instituts. Wenn wir die also alle schließen möchten, und das wäre die logische Folge eines solchen Verbots, dann bedeutet das einen großen Nachteil für uns. Wir haben keinerlei Einfluss mehr dann im Iran, Irak, in Westasien, können wir alles vergessen. Unser Ansehen geht dort in den Keller. All das möchte dieser Mann in Kauf nehmen. Und das ist für mich Verrat. Und als solchen sollte man ihn auch behandeln. Jetzt lautet natürlich die Frage, okay, wenn er so viele offensichtliche Nachteile für uns alle in Kauf nimmt, warum macht er das dann überhaupt? Ja, und die Antwort ist ehrlich gesagt ziemlich einfach. Was ich euch gesagt habe von der Solidarisierung mit den angeblich Hezbollah-nahen Vereinen, ist nur vorgeschoben. Gebt mal Dennis Gladiator und Israel in Google ein. Macht das einfach mal. Ihr werdet feststellen, der Mann hat seit Jahren nichts anderes zu tun, als Israel zu verteidigen, für Israel zu werben, jeden mundtot zu machen, der sich gegen israelische Apartheid und gegen dieses schreckliche mörderische System, was ja im Wochenrhythmus dort Kinder ermordet, in Palästina zu stellen. Jede einzelne seiner Meldungen in Google, die man findet, wenn man Israel eingibt, hat damit zu tun. Ein paar Beispiele. Er fordert, BDS soll sanktioniert werden, also diese internationale Bewegung, die Israel sanktionieren und wirtschaftlich isolieren möchte, die soll als antisemitisch diffamiert und verboten werden, was sie ja jetzt auch wurde. Hatte schon vor Jahren gefordert. Er fordert bessere Beziehungen von Hamburg zu Israel. Er fordert verschiedene kulturelle Zusammenarbeiten mit Israel. Er fordert schon seit vielen Jahren die Aufgabe des Staatsvertrags, weil so ein böser Israel-Feind das IZH drin sind. Das jetzt, diese neuen aktuellen Gründe mit Hezbollah sind nur vorgeschobenes Blabla. Er fordert das schon seit Jahren. Dennis Gladiator sagt, das Islamische Zentrum Hamburg wäre ein verlängerter Arm der Mullahs. Ja, das ist so ein Standardspruch. Wenn man nicht genau weiß, was man sagen soll, sagt man verlängerter Arm von irgendjemand Bösen. Der Dennis Gladiator selbst ist ein verlängertes Ärmchen des israelischen Apartheidsregimes. Und die Verbrechen, die wir aktuell auf täglicher Basis in Israel sehen, jetzt momentan die Annexion, die offene Annexion palästinensischer Gebiete, abgesehen davon, dass sie es schon seit Jahren tun, jetzt machen sie es im Rekordtempo, das ist ein Verbrechen. Und dieses Verbrechen sollten wir auch nun solchen Hacks, also solchen Leuten, die immer Israel verteidigen und gegen jeden vorgehen, der sich ein bisschen meldet und gegen israelische Apartheid etwas sagt, die sollten wir denen anlasten. Also sollten wir auch jemanden wie Dennis Gladiator, dessen halbe Karriere nur daraus besteht, Israel zu unterstützen, durchaus das anlasten, diesen verlängerten Ärmchen. Im Moment ist es noch nicht so weit, dass Verfolgung offen ist. Verfolgung von Muslimen in Deutschland. Aber wenn das Islamische Zentrum Hamburg verboten wird, dann hätten wir das. Dann hätten wir den Beginn von offener Verfolgung. Historische Vergleiche sind immer schwierig, aber in diesem Fall drängen sie sich schon wirklich auf. Und für den Satz, während den Anfängen, ist es eigentlich schon zu spät. Aus den Gründen, die ich euch gerade im Video genannt habe, halte ich es für fast unmöglich, dass das Islamische Zentrum Hamburg wirklich verboten wird, weil die offensichtlichen Nachteile für uns sehr groß sind und die CDU ist ja in Hamburg auch in der Opposition. In der Regierung würde sie so etwas vermutlich nicht sagen, aber nur vermutlich und man muss sich gegen solche Leute wehren, um Deutschland zu schützen. Bis dahin, ciao.